Wir Kraniche stehen für Wachsamkeit. In meiner Klaue halte ich einen Stein. Sollte ich einschlafen und den Stein loslassen, dann wird mich das Geräusch des Aufpralls wecken. Deshalb bin ich das Symbol für die Warnung der Bevölkerung. Viele Behörden und Organisationen nutzen das modulare Warnsystem, um schnell vor Gefahren warnen zu können. Auch die Leitstellen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Leitstellen haben viele Aufgaben. Sie nehmen zum Beispiel Notrufe an. Die Mitarbeitenden können aber auch Warnmeldungen in das modulare Warnsystem eingeben. Die Warnmeldungen werden über einen Satelliten an viele verschiedene Presseredaktionen, Rundfunksender und Geräte verteilt. Auch Smartphones können diese Meldungen empfangen, zum Beispiel über Warn-Apps. So können die Behörden sehr schnell darüber informieren, was passiert ist, und unterstützen die Betroffenen dabei, sich selbst zu schützen. Zum Beispiel bei einem Feuer Fenster und Türen zu schließen, um den Brandrauch nicht einzuatmen. Zeit spielt eine große Rolle. Früh genug zu warnen, ist das Wichtigste. Bei gefährlichen Wetterlagen werden Warnmeldungen manchmal viele Stunden vorher in das Warnsystem eingegeben. Sie stammen vom Deutschen Wetterdienst. Vor Hochwasser warnen die Hochwasserzentralen der Bundesländer. Und immer wieder gibt es Informationen, wie Menschen sich selbst und ihre Umgebung schützen können. Krieg gab es in Deutschland lange nicht und das muss auch so bleiben. Trotzdem sind wir selbst für diesen Fall wachsam. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beobachtet den Luftraum. Bei einem Raketenangriff oder anderen Kriegsgefahren würde das Bundesamt so schnell wie möglich warnen, damit die Menschen sich in Sicherheit bringen können. Ob dieser Fall jedoch jemals eintreten wird, wissen wir nicht. Wahrscheinlicher sind Gefahren durch Naturgewalten, Stürme etwa. Auch vor ihnen warnt der Deutsche Wetterdienst, damit sie alles tun können, um sicher zu sein oder anderen helfen zu können. Wir sind immer wachsam, rund um die Uhr, und sorgen dafür, dass sie informiert sind und sich schützen können, wann immer es nötig ist.